Und es wurde Licht und wir sind wieder hier bei mir zu Hause und guck mal, was ich hier jetzt bekommen habe. Dank dir hier, Alex, ein neuer, schöner Spieletisch. Ihr wisst ja, ich wurde ein bisschen rar hier mit den Videos hier von meinem Trauten zu Hause. 2 Monate vor der Berlin-Con ungefähr habe ich da so ein bisschen mit aufgehört, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Aber jetzt ist es durch. Berlin Brettspiel-Con war am Wochenende, war super, du warst da, ja, ihr wart da. War Bombe, muss man eindeutig sagen. Und ja, wir haben das natürlich gleich, haben wir natürlich mitgedacht, so ein bisschen verbunden, weil ja, ich brauche ja einen neuen Tisch auch hier für zu Hause, weil nach der Sommerpause soll es hier auf jeden Fall wieder weitergehen mit vielen spannenden Rezensionen. Sowohl mit meinen Kindern möchte ich wieder die Kinderspiele ein bisschen mehr machen, als auch natürlich mehr vermisst, ich weiß, meine Solos mit dem Hunters Krone. Aber ihr kennt natürlich auch den Tisch schon, den wir im Studio haben. Ne? Da ist er natürlich auch bisher schon quasi mit deinem Tisch gelandet. Aber das hier, ja, das ist jetzt sozusagen das eigentliche Modell. Ja? Beide Modelle gibt es. Aber das ist jetzt das Buchenaturmodell. Ne? Im Studio haben wir das Nussbaum Dunkel gebeizt. Natürlich auch der Buchetisch. Sozusagen das Farb-Upgrade. Das gibt es jetzt auch bei uns zu bestellen mit Farbupgrade. Das ist das, was ihr im Studio habt. Auch die XL-Version, also der lange Tisch. Genau, das ist jetzt der kleine. Genau, hier die Originalversion, also der Altar Premium in Buche Natur. Und ja, wie findest du? Ich finde es sehr schön. Richtig schick aus. Sehr schick, ne? Also dieser matte Lack, ne? Was das ist, das macht wirklich was her. Und ich muss auch sagen, ich finde, es ist jetzt, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber ich finde, er wirkt hier im Studio auch schön. So gedeckt, ja, nicht zu knallig, das ist ja manchmal beim. Deswegen habe ich eigentlich lieber dunklere Tische fürs Drehen, ja, nicht so fürs Spielen, sondern fürs Drehen, weil die Kamera oder das Licht halt dann oft ziemlich hell alles macht. Aber hier ist es sehr schön. Aber Licht ist natürlich das Stichwort hier. Ne? Wir haben natürlich einen kleinen Gag gemacht. Du wusstest es natürlich schon. Genau. Jetzt habt ihr auch Licht. Jetzt ist es endlich da, lange erwartet. Nein, wir sind da tatsächlich sehr oft drauf angesprochen worden. Ne? Mach dir mal Licht. Und wir haben uns auch so ein bisschen dagegen gewehrt, ne? Weil das immer so ein Thema ist. Bringt es beim Spielen so viel oder ist es mehr eine Ambiente-Sache? Es hat, glaube ich, seine Berechtigung mittlerweile schon, gerade auch im Ambiente-Bereich noch mehr. Und wir sind halt einfach ganz oft gefragt worden. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, naja gut, wenn die Leute es wollen. Man sieht es jetzt auch nicht im Video so sehr, aber wir haben ja natürlich keine Außenbeine. Ne? Wir haben diesen Mittelfuß, wir haben die maximale Beinfreiheit. Das ist auch wirklich, muss ich sagen, echt cooles. Ja, also jetzt gerade auch hier, ne, ist auch nicht so mega viel Platz. Und kann auch die Beine einfach so schön ausstrecken, ohne Angst zu haben, zu viel zu treffen. So, jetzt haben wir Licht, dementsprechend auch ein Kabel, was wir da irgendwie brauchen natürlich, damit das Ganze funktioniert. Und jetzt haben wir es aber so gelöst, dass das Kabel quasi variabel rausgeführt werden kann. Ne? Also du konntest jetzt sagen, ich habe meinen Anschluss auf der oder auf der oder auf der Seite. Ja. Und dann legt man das Kabel einfach da lang, das funktioniert. Wir haben dann eine kleine Erhöhung gemacht unter dem Fuß. Und dann ist es völlig flexibel und klar, wer das möchte, der weiß das auch und der kann das dann dementsprechend natürlich auch zu Hause einplanen, dass da an einer Stelle irgendwo ein Kabel dann lang geht. Das ist der Kompromiss. Ja, und wir haben jetzt hier tatsächlich erstmal eine ganz normale Lichtleiste, ne? Aber wir werden da auch nochmal ein bisschen was in Farben anbieten. Das heißt, in Essen wird es da schon wieder mehr zu sehen geben. Nein, da wird es die Lichtleiste dann auch mit Fernbedienung geben in sämtlichen Farben, RGB, auch mit einem durchgehenden Licht, also keine Spots mehr. Ne? Wir nehmen jetzt wirklich die neuesten Deluxe, die Deluxe-Version. Genau, also das soll der Premium-Tisch auch sein und dementsprechend werden wir auch beim Licht da alles, was möglich ist, auch mit anbieten. Ja, manche finden es ganz cool, so mit diesen Farbbereichen halt. Ne? Genau, das ist halt ganz und wir sind ja jemand, also ich merke es in unseren Spielrunden, ne? Wie oft läuft dann Soundtrack, wie oft versuchen wir eigentlich alles, was nicht mit dem Spieler zu verbannen, damit wir wirklich da eintauchen können. Und wenn du dann eben noch die Möglichkeit hast, die Wiese noch grüner zu machen und das Wasser noch blauer. Okay, warum nicht? Genau so ist es. Und das Stichwort Essen können wir auch kurz schon mal teasern, weil in Essen werden wir leicht zu finden sein, gegenseitig, weil wir zum ersten Mal gemeinsam eine Insel bespielen werden in Halle 6. Also Halle bleibt quasi gleich. Wir waren ja fast Nachbarn auch schon letztes Jahr. Und jetzt haben wir gesagt, komm, das ist doch cool, aber wenn wir das so alles so ein bisschen, da haben wir ein bisschen mehr Kontrolle, wie wir was planen wollen. Und da haben wir uns jetzt zusammengetan, du, ich und auch der Uli von Spielworks. Ja. Und wir werden da sozusagen in Halle 6 einen schönen Inselstand zusammen bespielen. Eine schöne Insel. Eine schöne Insel, genau. Nicht mit 3 Bergen, aber mit 3 coolen Leuten, nämlich halt mit Hunter Friends, mit dir und mit Spielworks.
Und dann habt ihr uns auch immer gleich gefunden. Und ja, da seht ihr dann die neuen Sachen von dir und noch das neue Licht. Bin ich ja auch mal ganz gespannt, was du da... Ja, wir haben uns auch ein bisschen was vorgenommen, ein bisschen größer. Ihr macht auch ein bisschen mehr. Ja. Ihr macht auch ein bisschen. Also das wird aber da halten wir uns noch, halten wir euch noch auf dem Laufenden. Da halten wir euch auf jeden Fall noch mal auf dem Laufenden. Da gibt es dann viele Updates vor Essen. Ja, nein, also wirklich vielen, vielen Dank auch für den Aufbau. Ja, sehr gerne. Ich bin nicht so der handwerklich begabteste Typ, von daher passt das auf jeden Fall. Du hast es gut. Bei uns ist ja tatsächlich immer so, inklusive Lieferungen und Aufbau, ne? Ja, du ja. uns bestellst und dann komme ich vorbei und das steht extra mal bei uns drin, wir brauchen auch ein bisschen Unterstützung. Und das hast du halt wirklich ganz hervorragend. Schleppen und tragen, das habe ich jetzt noch, die habe ich die letzten 3 Tage auch gut geübt. Stimmt, du warst ein Thema. Ja, war ein Thema drin. Ansonsten, ihr seid sicherlich auch schon im Thema drin, aber ich sage es euch nochmal, natürlich, wenn ihr so einen Tisch selber für euch haben will, es freut mich, wenn ihr da gleichzeitig unser auf dem Kanal ein bisschen unterstützt. Da gibt es den Referral-Code in der Beschreibung, kriegt ihr 30 Euro Rabatt und wir wiederum eine kleine Provision. Das ja finanziert auch ein bisschen den Tisch hier, den ich mir natürlich jetzt von Alex geholt habe. Und ja, in dem Sinne, dafür würde ich mich bedanken und danke fürs Zugucken. Ja, herzlichen Dank. Wir sehen uns in Essen wahrscheinlich wieder live. Ansonsten natürlich dann auf Video ab Mitte August, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.